Willkommen zu meinem Silvester-Vlog mit meiner Angsthündin Ara. Ist das nicht schön? Ich wollte euch einmal meinen Start ins neue Jahr mit diesem Hund zeigen. Wir befinden uns gerade in einem Stadium. Ara ist schon ein bisschen eigentlich behandelt worden, und zwar mit Bachblüten und so einem Beruhigungsmittel. Aber das bringt halt alles bei ihr nichts. Es wurde gerade ein Knaller gezündet draußen. Wir haben 3 Uhr, also 15 Uhr mittags. Und das fängt ja schon mal so an. Die Ara wurde heute aus gewissen Gründen nicht gefüttert, weil wir wissen, wenn sie sich so hochstresst, dann übergibt sie sich mehrmals. Und sie ist immer bei mir, also wenn sie so Angst hat, weil sie sich immer bei mir verkriecht. Ich bin gerade hier die Videos am Schneiden, damit sie noch hochgeladen werden. Und dabei besinnt sich der Hund darauf, sich unter meinem Schreibtisch zu verkriechen. Immer bei mir, sonst ist sie bei mir auf dem Bett. Bei keinem anderen, sie muss immer zu mir hoch. Hat auch den Grund, weil ich von unserer Familie aus mit meinen Eltern halt, sag ich jetzt mal, das stärkste Rudelmitglied bin und sie immer zu mir kommt, wenn sie Schiss hat, weil sie weiß, hier kann nichts passieren. Aber dennoch kriege ich sie nicht mehr so beruhigt wie sonst, denn das wird jetzt hier viel, viel, viel schlimmer, als dass man es erwartet. Vielleicht kennen es andere Leute mit Angsthunden. Ihr müsst es komplett ignorieren, wie euer Hund sich verhält. In dem Falle auch, weil man das sonst nur bestätigt und das ist so arm und dran und alles, pipapo. Das ist das Schlechteste, was man machen kann, denn der Hund meint nämlich, das wäre okay. Es ist gut, Angst zu haben. Aber ich bleibe einfach ruhig und versuche, ihr das zu vermitteln. Im meisten Fällen dauert das einige Stunden, aber da die Leute dann sowieso erst knallen werden. Ja, also willkommen in meiner Welt mit so einem Hund. Ara kommt von der Straße. Ich weiß nicht, was damals passiert ist, dass sie so eine Panik vor Knallern hat. Und ich habe gerade eine Mail bekommen. Aber das hier ist noch das Anfangsstadium. Wir werden uns nachher in einem Stadium befinden, wo der Hund vielleicht speichelt oder sich doch noch übergibt, was ich jetzt nicht hoffe. Aber dennoch, das ist gerade die Anfangsphase. Jetzt ist es an der Zeit, sich den letzten Stress hier abzulaufen, den der Hund hat. Und man sieht, sie will auch unbedingt laufen. Ich werde jetzt mit ihr noch Fahrrad fahren. Da wird sie wahrscheinlich wie eine Bekloppte ziehen, weil sie schon merkt, dass was ansteht. Man sieht, sie ist auch immer noch sehr gestresst, auch wenn man versucht, ruhig zu bleiben und runterzukommen. Aber das kann sie jetzt ein bisschen noch ablaufen gegen Ende, denn sie wird sowieso nicht mehr nachts zum Pipi machen oder sonst was rausgehen. Ara ist gerannt wie eine Wilde, wie vom Husky getroffen, oder wie eine Biene eigentlich getroffen und gestochen. Der Hund hat alles gegeben, was beim Spazieren ging. Wow, zweimal ging. Wir haben hier die Leine, damit sie nicht direkt wieder nach oben rennt. Ich muss mich gleich noch jemanden abholen. Wir decken gerade hier den Tisch. Es gibt bei uns Raclette. Für mich ist das Gemüse da. Lecker. Und hier sind alle bei den Vorbereitungen. Gemüse, lecker. Ja, das findest du natürlich nicht. Möchtest du mal Hallo sagen? Hallo. Zu den Zuschauern, wink mal. Ist das nicht schön? Habe ich dir nicht gut dressiert? Das ist sehr gut. Was soll ich jetzt machen? Nein, das wollte ich nur den Leuten einmal so zeigen. Da müssen wir nichts zu sagen. Das ist immer noch so. Jetzt soll ich rein, aber wir holen jetzt auch noch jemanden ab. Ara, sitz. Aber sie hört ja noch. Nur, sie ist da so ein bisschen gefangen. Wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? Wie ist Ihre Verfassung gerade? Möchten Sie uns das mitteilen? Ich glaube nicht. Schaut euch den Unterschied hier an. Ara, Pedro, relaxed, hyperventilierend. Ja, der ist fertig. Kann sich mal ein bisschen von dir abschneiden, ne, mein alter Prinz. Du nimmst das alles mit Gelassenheit. Hast aber auch über 470 Tage allein in der Wildnis überlebt. Kälte und Silvester, Gedonner, alles überstanden. Hm? Dich schockt nichts mehr. Außer wenn du kein Futter mehr bekommst, ne? Tut er so, als würde ich nicht mit ihm reden. Hallo? Ja. Guck mal, was deine Perle hier hat. Die ist total unter Stress. Du aber nicht, ne? Oh, du schnurst. Oh, das ist so süß. Oh. Bist so ein Hübscher. Man hört es, es donnert draußen und ich rede nicht von normalen Blitzen, aber es regnet. Und ich hoffe einfach, dass es durchgehend jetzt regnet, damit die nicht die Böller alle ankriegen. Das wäre so schön. Aber jetzt muss ich erstmal losfahren. Der Hund ist hinten im Gepäck, weil sie beruhigt sich unheimlich viel beim Autofahren. Das sieht man gar nicht. Da hinten ist nämlich das Gitter. Und Regen, 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 bitte bleib. Ein bisschen Ruhe ist jetzt eingekehrt, was man Ruhe nennen kann. Und jetzt ist hier alles vorbereitet. Und wir schauen gerade, oder es ist an, was heißt es nochmal? Raclette. Raclette und Dinner vor Wand, ja. Du meinst das Essen, mein Vater meint Fernsehen. Da für mich,
für mich. Da hinten. Na, willst du den Fans was sagen, den Zuschauern? Hallo. Rutsch. Ja, einen guten Rutsch. Auch der Ara, die Maus. Boah, ich habe jetzt gerade voll geheult, Leute. Ich habe mir mein Jurassic Park Shirt gerade voll beim Essen versaut. Richtig, ah, jetzt muss ich mir was anderes anziehen. Ah, das war das Shirt, womit ich auf der Comic-Con im Jurassic Park Jeep gefahren bin. Und jetzt ist es... Der totale Weltuntergang, aber ich als Nerd habe natürlich ein Reserve-Shirt, nur auf Chinesisch. Ich habe mehrere Jurassic Park-Shirts, weil man muss immer was haben, weil sonst ist man ja nicht passend gekleidet, ne? Was soll das? Erneut, guckt mal, ich war das jetzt nicht. Das möchte ich so scharf, keine Ahnung. Hier, das war mein Sitznachbar, dankeschön, dass sie mir mein Shirt versaut haben. Erneut. Ja, guck mal hier. Hilf mir. Jetzt wird das sauber gemacht. Kriegt ihr das weg? Gott sei Dank. Ich hab jetzt schon gedacht. Weltuntergang, weil Shirt. Auf Hose, überall. Ja, das war ich ja nicht. Gut. Musst dich dafür entschuldigen. Komm das mal war her. Deine Schuld. Nee. Komm mal her. Ja, du musst dich entschuldigen. Das war deine Schuld. Entschuldige? Wofür? Ja, weil du die Kräuterbutter dahin getan hast. Ja, dann, du wolltest die haben. Ja, ich hab gefragt, kannst du mir geben? Und dann ist da dein Messer runtergefallen. Und dann ist es auf meine Klamotten hier drauf. Ja, mein Gott, nee. Oh, fängt ja gut an. Ja. Ah, schlimmer als der Hund. Es ist klar, dass wenn ich jetzt die Aufnahme hier wieder starte, alles nicht funktioniert. Also, wir haben jetzt wir haben jetzt gleich 11:30 Uhr. Und Ara hat bis gerade vor 5 Minuten geschlafen, weil sie nämlich sehr entspannt hat, denn ich hatte hier bis gerade noch eine Decke und du musst aufpassen mit den Kabeln, Schatz, weil sie natürlich unten liegt. Ich habe mich darum gekümmert, dass die Videos jetzt online kommen und ihr hört im Hintergrund, ich hoffe, GEMA sagt mir nichts, Musik, weil ich nicht möchte, dass sie so das Knallen schon mitkriegt. Und dann höre ich eben halt nebenbei was. Ara stört es nicht in dem Sinne, weil sie sich dann eher auf die Musik konzentriert. Und ich möchte jetzt gerade nicht die ganze Zeit Pianomusik anhaben, weil ich lieber etwas schön funky-mäßiges habe, was sie dann auch wegen dem Geballer. Aber das wird gleich eh sowieso sehr, wirklich sehr... Ja, nicht schön, weil viele von uns hier in der Straße nämlich irgendwie die Böller unten in die Gullis machen. Ich weiß nicht warum, das sind bestimmt die jungen Leute oder so, aber naja. Und deswegen, Ara, sitz. Komm. Super. Ich werde die ganze Nacht aufbleiben für den Hund, mit dem Hund. Und sie war gerade auch schon nochmal draußen Pipi machen, das hat sie gemacht. Da musste man sie nämlich zu zwingen. Und... ansonsten hat sie auch noch so ein Thunder-Shirt, dafür wollte ich ja mal ein Review machen. Das ist so ein Kompressortuch, das kann man auch anwenden, wenn man diese Abwicklung kennt, wenn man das bei den Tieren anwendet. Aber das bringt jetzt sowieso nichts, der das anzuziehen. Wenn sowieso Gewitter oder so ist, liegen wie der Bachblüten und das Thunder-Shirt und dann ist er eigentlich immer sehr ruhig. Aber wir sehen, der Hund ist auch müde. Die ist müde, die ist gestresst, einfach alles. Und wenn ich jetzt hier das ausmache... dann seht ihr, das ist genau das Thema. Seht ihr, dann ist die Musik aus. Wenn jetzt jemand sagt, wie kannst du die Musik laufen lassen, während dein Hund da, seht ihr? Deswegen lief die jetzt die ganze Zeit, weil der Hund eigentlich abgelenkt werden soll. Und jetzt habe ich den Salat. Na toll. Aber neben dem Salat habe ich auch Kekse. Hier, die sind total lecker. Ich liebe Kekse. Mein Schnuffi-Wuffi weiß nicht, wo sie hin soll. Hier habe ich meine Trainingsmatte ausgelegt. Und da liegt noch ein bisschen Restmüll von den Briefen. Hier kann sie sich hinlegen, ist eigentlich auch egal, weil sie hier im Bett schläft, aber der Laminat ist böse und die Krallen sind da ein bisschen doof. Das ist aus Grund der Gehege von Falco, das wollen wir jetzt hier aber nicht sehen und jetzt ist sie sowieso wieder was auf 180. Wir haben jetzt 11:30 Uhr nachts. Es sind leider immer noch ein paar Böllerer unterwegs. Und wie man sieht, die Ara schläft gerade. Und ist im Traum ein bisschen am Rennen. Ihr seht da auch, sie hat eine Schlafmaske auf. Das ist eigentlich meine. Und ich habe mir gedacht, weil sie sich auch sonst immer unter der Bettdecke verkriecht, dass ich die dran bringe. Die ist nicht stramm dran, aber
Sie ist damit viel ruhiger geworden. Normalerweise kenne ich das selber nur irgendwie bei Krokodilen oder bei Pferden, wenn man das macht. Aber es ist mir noch nie eingefallen, also seitdem wir den Hund besitzen, das zu machen. Ich rede jetzt auch extra leise, weil sie jetzt sich wirklich sehr beruhigt hat. Aber sollte jetzt wieder ein Knaller kommen, ne? Ich hatte nämlich bis gerade auch die ganze Zeit die Musik an. Dann wird sie wieder wahrscheinlich wach werden. Ich muss auch nachher noch jemanden wegfahren. Da kommt sie mit, dann mache ich sie auch wieder wach. Aber sobald ich dann hier weg bin, hat die Ara keinen ruhigen Pol, wo sie sich dran halten kann. Und dann ist sie wieder auf. Und bei meinen Eltern wird sie einfach nur nervös, weil die halt nie ruhig bleiben können. Und wir hören Schnarchen. Oder? Keine Sorge, die kriegt noch Luft, die kann hecheln, das ist alles. Das sieht aus, als wärst du voll der verwöhnte, keine Ahnung, Hund mit Heuklappen. Scheuklappen. Da sie schnarcht. Oh, es ist so süß. Immer ist immer anstrengend und ich habe mir Kekse zur Verstärkung genommen. Und ich liege jetzt hier seit über fast dann 2 Stunden. Mein Bein ist eingeschlafen, aber dem Hund geht es gut. Und ja, so sieht mein Silvester bisher aus. Sehr schön. Ich mache gerade hier auch mein Handylicht an. Hier, da. Und sie wird halt nicht wach, weil sie voll weg ist. Voll weg. Mein Gott, schnarcht das Baby hier auf. Du seufzt so laut. Ich werde jetzt dir mal die Augenbinde abmachen, weil sonst schläft der Hund die ganze Zeit hier mit der Augenbinde. Das sollte, hoppala, ja nur zur Entspannung dienen. So, jetzt bist du total angeleuchtet. Das tut mir leid, Schatz. Aber ich werde die jetzt hier mal eben abmachen. Und zwar über deine Öhrchen. So. Ich hoffe nämlich wirklich, dass die ganzen Leute jetzt aufhören zu knallen. So, jetzt wird sie wahrscheinlich gleich ganz verdattelt gucken. So. Komm mal her. Da hier. Hallo. Hallo. Oh. Na, sie? Ist alles gut? Ist alles okay? Hm? Du siehst so für dich aus. Guck. Sie kann direkt schon wieder schlafen. Oh. Und schon ist sie weg. Der Tag war so anstrengend für die, ne? Und das ist noch nicht vorbei. Wir reden nämlich auch von den nächsten Tagen, in denen das genauso sein wird. Denn wir haben ja nicht nur jetzt... Da hört es jetzt wieder. Wir haben ja jetzt nicht nur den Fall, dass einmal Silvester ist. Nein, es gibt auch die Nachknaller noch davor. Und die Ara wird jetzt jeden Tag beim Spazierengehen mega den Stress haben. Und ich muss sie irgendwie wieder dazu kriegen, dass Spazierengehen Spaß macht. Jetzt kriege ich eine Nachricht. Ja. Ich kriege eine Nachricht, Schnucki, dass wir gleich fahren müssen. Wach werden. Müssen. Was? Ja, ich? Oh, das ist so süß. Oder willst du nochmal mit? Das weiß ich nämlich, denn sobald ich aufstehe, Kekse mal eben in Sicherheit bringen. Boah, mein Bein ist so am Einschlafen. So, ja, du. Ja, kuschel nicht mit meinem Computer. Das fehlt auch noch. Meine beiden Sheldons sind nur meine PCs. Oh Gott, mein Bein ist voll mega eingeschlafen. Oh mein Gott. Oh, ich spüre das nicht mehr. Oh Gott. So. Oh mein Gott. Oh, Schmerz. Okay, Entschuldigung. Ah. Ja, seht ihr? So. Na, alles okay. Da sehen wir wieder. Stresspegel geht nach oben. Was ist los? Du bist aufgestanden. Das verstehe ich nicht. Ich habe doch gerade geschlafen. So ist das mal. Und ich gehe jetzt... Wow, ich hau jetzt auf die Dinger drauf. Und man sieht, Hundi folgt mir, weil Hundi nicht alleine sein kann in ihrer Angstsituation. Und mein Bein ist immer noch mega eingeschlafen. Warten wir, bis sie kommt. So, und wir hören die Nachknaller, wovon ich gerade geredet habe, die ganz toll sind. So, okay, dann komm ich jetzt. Wir sind gerade bei Slendern. Trinken. Ara, da. Musst du hier mehrmals ermahnen zu trinken. Da, trinken, komm. Da, komm. Sind sie nicht alle da gleich? Och Mann.
War die letzte Runde, wie gesagt, noch Pipi machen. Jetzt wartet sie, dass ich nach oben gehe. Jetzt haben wir den Bekannten weggebracht. Wir haben zeitlich gerade 2:30. Und es gibt immer noch Leute, die meinen, hey, wir können ja knallen, weil Silvester ist. Obwohl wir das schon seit 3 Stunden verplant haben. Und hier haben wir die Ruhigkeit in Person. Prinz Pedro der Erste. Wow, sie sind nicht scharf so. Prinz Pedro der Erste. Sie sagen zu diesem Vorfall der Knallerei, kenne ich schon alles. Hä? Ich habe 14 Tage in der Wildnis überlebt. Ich war bei einem Vario-Clan. Ich bin eigentlich nicht Prinz Pedro, sondern habe einen Kriegernamen namens Schwarzbart oder so, oder Schwarzpfote. Eigentlich Weißpfote. Wer Vario Cats gelesen hat, ich habe alle Teile gelesen, der weiß, was ich meine, ne? Weil Schwarzbart, wegen seinem schwarzen Bart da. Oh, du krabbelst mich. Das ist sehr schön. Ich hoffe, man sieht es. So. Und du siehst noch so frisch aus. Zwar ein bisschen zwar grau aus und langsam, aber immer noch frisch. Und da waren die nächsten blöden Heinis, die meinten, hey, knallen nach 3 Stunden. Werden wir morgen auch noch den ganzen Tag haben. Sie können auch richtig eingebildet gucken, wie es halt Katzen können, die was von sich halten, ne? Pedro und weiblich, das wäre so eine Diva, ne? So eine Mega-Diva. Und er überlegt sich jetzt, ob er sich hinlegen soll oder nicht. Oder ob er vielleicht aufstehen sollte, nach dem Hund schauen. Oder in die Richtung schaut. Also, was ist mit ihr los? Warum ist sie so aufgeregt? Excusez-moi? C'est vrai? Alles ist oui? Alles ist bon? Und oh, ich bin müde. Und deswegen platte ich mich richtig hin und ich schlucke, weil ich so vorne bin. Und ich haare, weil ich weich bin. Schaut euch das Fell hier mal an. Das ist Fell. Das ist Kuschelfell. Piros mittellang. Das ist Kuschelfell. Piep, 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 piep. Möchtest du nicht weiter? Verstehe ich nicht. Immer ein seltener Moment, dass Ara freiwillig Treppen hochläuft, weil sie das nur in Angstsituationen macht und du musst ein bisschen schneller laufen. Schaut euch das an. Der Boden ist ihr Feind. Der ist so schlimm. Es gibt nichts, was noch mehr zu fürchten wäre, außer Laminat. Und hier wache ich. Zwar momentan leider nicht, aber hier ist auch kein Zutritt gestattet. Na komm, du Angsthase. Komm, mach hopp. So, kannst mit ohne Zahnkuscheln. Mach hopp. Boah, die Decke muss morgen unbedingt gewaschen werden. So, ich komme ja auch gleich, ne? Weil ich bin nämlich auch so langsam echt müde. Und es ist alles auch anstrengend, ne? Ja, blödes Silvestergeknalle, ey. Da liegt der Hund, schläft jetzt. Ich hoffe, Böller bleiben uns jetzt erspart. Es sollte doch mal langsam gut sein. Und sie liebt es einfach, wenn sie wirklich komplett zugedeckt ist. Da ist sie so schnell ruhig. Deswegen hatte sie auch gerade am Anfang um 12 Uhr auch die Decke selber über dem Kopf, weil die da einfach total abschalten kann. Und man sieht, sie ist einfach völlig fertig und am Schlafen. Aber man muss ja trotzdem noch am Morgen mit ihr rausgehen, weil sie natürlich ihr Morgengeschäft machen muss. Früher hatten wir nur die Katze gehabt und da war alles, ja, da hat sich ein paar Mal erschreckt, aber sonst war ihm das reichlich egal. Meine Hamster haben da ein bisschen, ich sag jetzt mal, empfindlicher darauf reagiert, vor allem die Zelda am Anfang, das weiß ich noch, weil ich da total darauf geachtet habe, wie die reagiert. Jedes Tier ist da ja auch anders und ich bin jetzt froh, dass die Ara das jetzt geschafft hat. Wahrscheinlich werden wir auch im nächsten Jahr tierärztliche Hilfe da beanspruchen, weil das wirklich vom Stresspegel so viel ist und die verkraftet das dann einfach bestimmt ab einem Alter dann nicht mehr so gut und das ist auch wegen Kreislauf und all dem nicht gerade älterungsfördernd, wie man so schön sagt bei Hunden. Und da möchte ich doch gerne mal gucken, was man da noch machen kann. Natürlich auch mehr mit Pflanzen vielleicht arbeiten. Dazu wollte ich mir auch mal ein extra Buch holen zur Heilkunde von Hunden oder allgemein Tieren, Katze, Hund mit Pflanzenkraft. Und ja, das war's jetzt. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Start ins neue Jahr, wie ihr reingefallen, gepurzelt, reingejumpt seid oder wie weit. Ich bin jetzt einfach nur müde. Ich bin froh, wenn der Hund jetzt weiterhin schläft und hier total süß ausschaut und der Schatten ist super.
Über ein Like freuen wir uns natürlich und auch einen Kommentar. Schaut bei meinen anderen Videos vorbei und die Ara, die kriegt jetzt auch immer ein bisschen mehr an Videozeit auf meinem Kanal. Das hat das alte Schätzchen verdient. Und bis denn beim nächsten Mal. Tschüss.